zweiten Dezemberwochenende fand in Nürnberg zum dritten Mal die Retro Classics Bavaria statt. Auf rund 40.000 Quadratmetern präsentierten Sammler, Händler und Liebhaber klassischer Automobile ein breit gefächertes Angebot an historischen und modernen Fahrzeugen, Dienstleistungen, Teile und Automobilia. Daneben ernteten die zahlreichen Clubpräsentationen und aufwendig gestalteten Sonderschauen sowie das vielseitige Rahmenprogramm hohen Zuspruch des Publikums. Kaufinteressierte fanden hier eine große Auswahl an hochklassigen Modellen, bis hin zu Fahrzeugen in durchaus realen Preissegmenten. Eine Besonderheit der Retro Classics Bavaria waren die auffällig vielen Neoklassiker. Fahrzeuge, die schon jetzt durch ihre Seltenheit und Begehrlichkeit in Zukunft zum Klassiker werden. Wie beispielsweise der Bugatti Veyron, ein Mercedes-Benz SLS oder die Chevrolet Corvette C9. Aber natürlich standen die Oldtimer im Vordergrund. Und getreu dem Motto, aus der Region für die Region, präsentierten sich vor allem die bayerischen Händler und Sammler und auch die Sonderausstellungen hatten etwas Regionales als Hintergrund. Die fränkischen Motorradschmieden aus Nürnberg präsentierte der Stand von Silberhorn Classics. Unter den Exponaten waren Victoria, Mars, Herkules oder Zündapp Motorräder, denn Nürnberg war weithin für seine Zweiradproduktion bekannt. Eine Sonderausstellung zeigte jedoch, dass in Nürnberg ebenfalls Automobile gebaut wurden, wenn auch nur Kleinstfahrzeuge mit einem Einzylinder-Zweitaktmotor aus dem Motorrad. Neben einigen exemplarischen Zündapp-Janus-Modellen wurde in der Sonderausstellung auch der Zündapp-Delta-Prototyp präsentiert, das Vorserienmodell zum Janus, das Claudius Doni 1956 gezeichnet hatte. Das Besondere an diesen Fahrzeugen ist, dass sich vorne und hinten absolut gleichen und die Passagiere dos a dos Rücken am Rücken sitzen. Auf einer bayerischen Messe darf natürlich Bayerns größte Automobilmarke nicht fehlen. Gleich zweimal widmet sich eine Sonderschau der Marke BMW. Zum einen die Präsentation eines Sammlers mit traumhaften BMW-Vorkriegskarossen, die auf der Internationalen Automobil- und Motorradausstellung 1936 bis 1938 ausgestellt wurden. Darunter sogar das berühmte Faxenfeld-Stromlinien-Coupé mit Wendler-Karosserie. Auf einem anderen Stand wurde ebenfalls ein Einzelstück gezeigt, der BMW KR6 von 1934. Ein erst kürzlich wieder aufgetauchter Rennwagen mit Kompressor-Mittelmotor. Ein absoluter Publikumsliebling war der Mercedes-Benz O3500 Omnibus, den die Bavarian Pickers in einem Waldstück in der Oberpfalz geborgen hatten. Das Fahrzeug wird auch auf der Retro Classics 2019 in Stuttgart zu sehen sein. Ein beliebtes Fotoobjekt war auch der Cadillac 353 Fleetwood Roadster von 1930 bei RD Classics. Gleich nebenan ebenfalls ein Publikumsliebling, der Zurück in die Zukunft DeLorean und einige weitere Filmfahrzeuge. Auch die Freunde klassischer Motorräder konnten sich echter Raritäten erfreuen, denn gleich drei Clubs hatten ihre Preziosen nach Nürnberg gebracht. Es versammelten sich zahlreiche zweirädrige Modelle der Marke Victoria, Herkules und Zündapp. Die Matra-Sonderausstellung brachte einen internationalen Touch in die Messe. Die französische Marke wurde durch 5 in unseren Breitengraden seltene Modelle repräsentiert. Dem Matra M530LX, einem Matra Baghera, Matra Morena und dem späteren Modell, dem Matra Rancho. Die nächste Retro Classics Bavaria findet vom 6. bis 8. Dezember 2019 auf dem Gelände der Nürnberg Messe statt.